ich auch noch nie erzählt. Wow. Richtiges Insider-Material hier. Hier findet man schnell relativ viele Videos mit dir und Rezo. Ist da was dran oder ist es einfach nur ein Traum aller Fans? Scheiße, jetzt bin ich peinlich. Es gab so eine Seite, Wikifeed oder so, habe ich gesehen. Wie ja. Füße? Ja, wie Füße. Hallöchen zu einer neuen Folge Raw & Uncut hier auf rtl.de. Heute mit der wunderbaren YouTuberin Julia Beautic. Hallo. Schön, dass du bei uns bist, beziehungsweise hier mit uns im Super Candy in Köln. Es ist schon ein krasser Mädchentraum hier, oder? Es ist schon cool hier, ja. Hast dich eben auch schon ein bisschen ausgetobt? Voll, ich war schon im Bällebad. Du bist 21 Jahre jung. Ja. Und YouTuberin, Sängerin, Schauspielerin, Influencerin, Unternehmerin mit deinem eigener Kosmetiklinie, Fashion-Label. Was soll denn da eigentlich noch kommen? Total gestört. Also richtig, richtig krass. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass da so viel kommt. Also wenn ich immer irgendwelche, weiß nicht, mein Management-Jahresgespräche oder so geführt habe, worauf ich noch Bock hätte und sowas, da habe ich immer so, ja, keine Ahnung. Und das Krasse daran ist ja eigentlich auch, dass du es alles, also auf allen Ebenen ja irgendwie Learning by Doing mäßig gelernt hast. Du hast ja keine klassische Ausbildung in einer dieser Bereiche. Aber könntest du dir vorstellen, noch irgendwie, sagen wir mal, Management zu studieren? Solange es läuft, nicht. Aber keine Ahnung. Wenn mich irgendwann keiner mehr haben will, dann überlege ich mal. Du bist 21, ja? Du bist jetzt 10 Jahre jünger als ich. Ich komme mir auch gerade ein bisschen alt vor. Ich meine, andere 21-Jährige sind auf einem ganz anderen Level. Was ich studieren, machen eine Ausbildung oder, keine Ahnung, legen ein Reisejahr ein oder so. Ja, das ist sowieso krass. Also meine ganzen Freunde, die sind halt auch die meisten einfach immer noch aus meiner Schulzeit. Und wenn ich das so vergleiche, was die so in ihrem Alltag machen und was ich mache, das ist schon krass. Weil die ja wirklich alle studieren oder dann irgendwie im Ausland sind und das habe ich ja alles nicht. Die ganzen Studentenpartys und so, denke ich immer so, ja. Ich finde es sogar super entspannend, mal nicht mit anderen YouTubern zu sein. Hattest du denn irgendwann mal so das Gefühl, nach all dem, was du schon erlebt hast, was du auch alles machst, mit so vielen Fans, das Gefühl irgendwie abzuheben? Ich habe mal 2 Monate in Berlin gewohnt, als ich einen Kinofilm mitgedreht habe. Und da habe ich schon gemerkt, dass wenn ich wirklich nur mit solchen Leuten zu tun habe und wirklich nur in der Szene bin und nicht nach Hause komme und zu meinen normalen Freunden und in mein Dorf so, dass mir das schon so ein bisschen, also nicht zu Kopf steigt, aber ich merke so, dass ich das wieder brauche, um wieder zu chillen, so, also wieder runterzukommen. Deswegen, ich kann mir das auch nicht vorstellen, Vollzeit in so einer YouTuber-Stadt zu wohnen. Wie kann so ein super süßes Mädel, muss ich einfach sagen, eigentlich noch Single sein? Wie geht das? Es kann doch, also es kann einfach nicht sein. Das stimmt mit den Männern noch was nicht, oder? Ich weiß nicht, vielleicht stimmt auch was mit mir nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt ein bisschen spezieller mit mir als mit einer normalen Studentin oder so, weil halt mein Leben so crazy ist und so anders einfach. Aber nee, bis jetzt hat es einfach nur noch nicht so richtig gepasst. So. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel auf ein Date gehst? Legst du da direkt offen, was du beruflich machst? Die meisten kennen mich halt tatsächlich auch nicht. Zumindest sagen sie es mir. Als hätte ich so viele Dates, wow. Aber nee, also ich sag das schon relativ schnell. Wenn man dich jetzt googelt zum Beispiel, findet man schnell relativ viele Videos mit dir und Rezo und man findet auch ziemlich viele Schlagzeilen zu dir und Rezo. Da muss ich nachhaken, ist da was dran oder ist es einfach nur ein Traum aller Fans? Es ist wirklich, glaube ich, es ist nur ein Traum aller Fans. Ich finde das auch so krass, ich habe jetzt länger wegen Corona nichts mit Rezo gedreht. Und jetzt letztens habe ich einen TikTok mit ihm hochgeladen, weil wir uns jetzt letztens das erste Mal wieder getroffen haben. Und es haben wirklich Leute ernsthaft dahin geschrieben, hey krass, ich dachte schon, ihr habt euch getrennt. Ich war so, okay. Ja. Also die denken das wirklich, aber es ist ja nicht. Also könntest du dir vorstellen, einen YouTuber zu daten oder würdest du sagen, boah, nee. Oder gibt es vielleicht auch einen Traum-YouTuber irgendwo in den USA oder in England oder was weiß ich, wo du sagst, der könnte vielleicht mein Typ sein? Nee, irgendwie gibt es keinen, wo ich jetzt sage, so, oh mein Gott, geil. Also ihr seht, die Julia ist für alles offen. Nee, also ich könnte mir das schon an sich vorstellen. Es gibt halt nicht so viel Material irgendwie. Es gibt ja immer YouTuber, die, glaube ich, privat halten und die schon sehr viel privat öffentlich preisgeben. Wie hältst du das da mit deinem Privatleben? Also, ich halte eigentlich mein Privatleben schon ziemlich privat, glaube ich. Aber gar nicht absichtlich unbedingt,
sondern also ich erzähle jetzt nicht meinen Zuschauern so, hey Leute, ich hatte heute ein Date, war voll gut oder war richtig scheiße oder so. Und das ist übrigens der und der, könnt mal auf Instagram gucken. Sowas das erzähle ich jetzt nicht. Also ich habe auch meine letzte Beziehung zum Beispiel nicht öffentlich gemacht. Habe ich auch noch nie erzählt. Wow, richtiges Insider-Material hier. Exklusive Information hier. Wir spielen jetzt eine Runde Me, My Phone and I mit der lieben Julia Beautix. Jessie hat das vorbereitet, hier ganz tolle Apps und Sachen rausgesucht, die wir beantworten müssen. Ich würde sagen, fängst du an? Oder Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, lass Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Oder haben wir nicht gesagt mit Runde? Brunnen gewinnen immer. Brunnen, wow. Gewonnen, du fängst an. Oh ja, okay. Eine Schlagzeile über mich, die ich gerne aus dem Netz löschen. Löschen würde. Gesundheit. Danke. Boah, es gab so eine Seite, Wikifeed oder so, habe ich gesehen. Wikifeed? Wie ja. Füße? Ja, wie Füße. Und da sind dann halt einfach tausende Bilder oder Screenshots von meinen Füßen gewesen. Ich hatte einfach ein Profil da. Unnötige Screenshots mache ich von, das ist leider einfach, wirklich leider muss man sagen. Ich mache sehr häufig Screenshots oder so Bildschirmabfilmen von Workouts. Ich sag dir eins, ich mach die nie. Meine letzte Insta-Suche, oh nein. Scheiße, was war das? Oh. Und? Meine letzte Insta-Suche ist Bowser. Bowser? Oh nein! Er hat all seine Beiträge gelöscht. Ich bin voll das kleine Fangirl, voll schlimm. Aber ich wollte gestern einem Freund von mir ein Video von ihm zeigen, wie er sich beschwert darüber, dass er zum Zahnarzt muss. Und das fand ich so süß. Oh Gott, was ist das? Das ist fies. Ich bin natürlich Promi-Expertin, das ist das echt gemein. Die prominenteste Nummer in meinem Telefon. Frage ist, welchen kann ich jetzt nennen, wo es unproblematisch ist, dass ich sage. Die prominenteste Nummer in meinem Handy ist die von, würde ich jetzt mal sagen, weil er auch international bekannt ist, Wladimir Klitschko. Hm. Das ist die prominent. Rein beruflich natürlich, ja. Ne? Rein beruflich. Oh. Was steht drauf? Die asozial. Was steht denn drauf? Die Person, dessen Nachrichten ich am meisten ignoriere und warum. Scheiße, jetzt wird's peinlich. Okay, also, ich habe so einen Kumpel aus der Schule gehabt, der aber halt eigentlich, also der war immer so in meiner Freundesgruppe. Und der schreibt mir immer so random Memes und sowas, die überhaupt nichts irgendwie mit mir zu tun haben. Die machen gar keinen Sinn. Und ich habe den auch seit über 2 Jahren nicht mehr gesehen. Aber der schickt mir immer noch irgendwelche komischen Memes und lacht dann und sagt, haha, du. Ja, sehr cool. Das war Me, My Phone and I. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Ja, hat Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht mit dir heute. Nächste Woche wieder eine neue Folge Raw Uncut am Sonntag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wir quatschen jetzt so noch ein bisschen und tun uns hier aus. Tschüss.